Sonnetzgemeinde, ja, erstaunt. Wer ist das? Was macht der hier? Das ist der Thorsten von Heeresmann und die anderen noch ein bisschen Natur, die Hortensia. Und ihr seht in der Mitte die Gelbweste. Ja, ich bin schon etwas enttäuscht, auch ein bisschen traurig, aber trotzdem optimistisch. Der Herr Sandro hat es angekündigt, heute in Chemnitz, heute Abend, 18 Uhr, Gelbwesten, Chemnitz, Erzgebirge. Und wir haben dort kein Video gemacht, aber trotzdem habe ich mir gesagt, ein Statement dazu auf alle Fälle, ich mache hier mal ein kleineres Video, ja, keine 3 Stunden, ihr kennt mich, dabei wird es auch bleiben, es wird nicht allzu lange gehen. Allzu viel Optimismus hatte ich eh nicht, bin dorthin, wollte das Video machen und wir waren ja Unsitte, du Trollin oder du Troll. Kommt da wieder eure 28 zusammen? Ne, es waren 8, aber immerhin. Ja, 8 Mann waren wir, ihr hört es richtig. Die Cafés rundherum voll besetzt. Viel Betrieb in der Chemnitzer Innenstadt, wenig bei uns. Nichtsdestotrotz haben wir dort über eine Stunde noch diskutiert untereinander, haben uns entschieden, dann kein Video zu machen, keinen Spaziergang. Die Headliner, der Sandro und der Kalle, sage ich jetzt mal so Headliner, die grüße ich ganz herzlich nochmal und auch die anderen, die mit dort waren. Wir haben uns wirklich super unterhalten, auch sehr wichtig, auch sehr wichtig. Und mir persönlich hat es auf alle Fälle was gebracht, auch wenn jetzt da nichts stattgefunden hat. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich sage euch nur eins, Leute, die Chemnitzer Innenstadt. Wenn da welche jetzt auch aus den ehemaligen Altbundesländern sagen, bei euch ist es noch nicht so schlimm wie bei uns. Viel schlimmer kann es dort auch nicht werden. Was ich dort gesehen habe in der Stunde. Diese Stadt und das Land ist zu einem Großteil schon islamisiert und afrikanisiert. Und das, genau das gehört zu verhindern. Na? Das ist wichtig. Wie wir es machen, wie wir es anpacken. Ich habe keine wirkliche reale Vorstellung. Und ich sehe vieles realistisch. Ich sehe das in Berlin nicht euphorisch, ich sehe es auch nicht optimistisch, ich sehe es verhalten optimistisch. Dass sie die Bewegung querdenken, du hast die Bewegung mit dem QAnon, mit dem Deutschen Reich, Verfassung, Kinderversammlung, Staatenlos, Info, AfD, Bürgerbewegungen, alles Mögliche, was es gibt. Wir müssen erstmal alle zusammenfinden. Einen gemeinsamen Nenner, einen großen. Von dem aus wir vielleicht was ändern können. Aber so, ja, wieder real gesehen, wie die Bewegung jetzt ist, sehe ich zurzeit nicht schwarz, sondern dunkel. Wie gesagt, trotzdem war es gut, dass wir uns dort getroffen haben. Haben uns ausgetauscht, das ist wichtig. Ich bin dann weg nach einer Stunde, die anderen auch. Der Sandro und der Kalle sind noch ein bisschen geblieben. Und auch das Umfeld da, mir hat es einfach nicht mehr gefallen. Diese Innenstadt von Chemnitz und noch bestimmte Stadtteile schon, Frau Ludwig. Dankeschön. Und das ist ja satirisch gemeint. Weil wir haben heute hier wieder Artikel 5, Artikel 8 Hausordnung und die Satire dabei. Da haben sie gute Arbeit geleistet, beziehungsweise die Befehle gut ausgeführt und auch ihre Hofschranzen dazu. Das Video jetzt hier wird ja dann wieder beim Bernd reingestellt. Das machen wir wahrscheinlich am Sonntag. Und ich wollte es nicht ganz so sang- und langlos vorbeigehen lassen. Also, dass wir hier gar nicht springen. Ihr seht die Gelbweste, die Bewegung ist mit viel Euphorie und Engagement losgegangen in Frankreich. Die Gründe kennen wir. Es ging um Treibstoffpreise, Energie und Ähnliches und auch um vieles andere, Rente und in die Richtung. Wenn du dich reinliest bei Wikipedia oder woanders in den Mainstream, erfährst du nicht, zumindest nicht die genaue Zahl, wie viel es der Todesopfer gegeben hat, von Leuten, die einfach die Schnauze voll hatten vom System oder noch haben, die sich dort geäußert haben, was alles dort reingeschleust wurde an Agent-Provokateuren, wie das dann ausgeordnet ist. Der Macron, was der für Hebel gezogen hat, wird aus seiner Trickkiste Zeug rausgeholt. Und es ist wirklich von der Anfangseuphorie nicht mehr viel übrig geblieben. Trotzdem sind die Franzosen ein stolzes Volk für mich, die Urfranzosen, immer noch. Und auch die Deutschen und auch die Italiener und die Griechen und viele andere in Europa, die sich einfach zusammenfinden müssen, dass wir hier auf einen gemeinsamen Nenner kommen und mit diesem ganzen Mist, der seit 5 Jahren und vorher auch schon in gewisser Art und Weise läuft, radikal aufräumen. Ja, Amt für Behörde, das ist jetzt kein Aufruf zur Gewalt,
Das ist ein Vorschlag. Ansonsten geht das hier gewaltig den Bach runter. Ich werde jetzt keine Prognose abgeben morgen zu Berlin. Ich könnte jetzt das und das sagen, und wenn ich dann recht habe, ach guck mal Leute, der Thorsten hat was drauf, habe ich nicht recht, ja, was ein Schuss in den Ofen. Ich bin kein Hellseher. Wir werden erleben, was dabei rauskommt. Es werden viele wieder streamen, auch wie ich weiß, der Bernd wird hochfahren. Ich werde morgen in Annaberg sein, dort machen wir auch ein Video. Das ist zum Beispiel jetzt in Annaberg und auch vielen anderen Ortschaften hier für die, die aus verschiedenen Gründen dort nicht hin können. Dass wir auch zumindest an dem Tag schon aus Solidarität wegen der Widerstandsbewegung mit auf der Straße sind. Und viele auch aus eigenen anderen Gründen noch, denke ich. Und auch das Video werden wir dann natürlich beim Bernd ins Netz reinstellen. Und ich wollte noch ein bisschen was aus dem Mainstream bringen mit diesem ganzen Corona-Käse. Ich denke, das erspare ich uns heute mal hier. Etwas langsamer Thorsten. Schon du, ich hoffe, du müsstest jetzt nicht die Geschwindigkeit drosseln bei dem Video. Und der Ton war einigermaßen okay. Also Mainstream lassen wir heute mal weg. Auch Sachen aus alternativen Medien. Ich wollte es einfach nicht so an uns vorbeigleiten lassen, an euch vorbeigleiten lassen, was heute war in Chemnitz. Leider nicht viel. Trotzdem, wir waren 8 Mann. Wir werden vielleicht noch wieder mehr. Ich bin immer noch optimistisch, dass die Leute das endlich begreifen und nicht dämlich in die Cafés rumsitzen und sich null Gedanken machen. Null. Das unterstelle ich denen jetzt mal. Wie das hier mit dem Land weitergeht und die Deutschen müssen das alleine packen. Ich habe wenig Hoffnung auf Hilfe von außen, dass sich ja was ändert. Und es muss sich ja wirklich echt nicht gewalttätig, sondern gewaltig was ändern. Und da können noch so viele ja auch reintrollen oder was bei den Bernd oder bei den Karl oder sonst wo. Das ist mir sowas von wurscht. Das kann denn ihre Meinung sein, das kann gekünstelt sein, die können einen Auftrag haben. Das ist mir auch wurscht. Wir machen unser Ding weiter, was in unseren Möglichkeiten und Fähigkeiten steht. Und das Video ist euch jetzt hier gewidmet, Netzgemeinde, als kleiner Ersatz für das, was wir heute, wo wir heute nicht gefilmt haben in Chemnitz. Wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir da keinen Spaziergang durchführen. Eine Absprache mit dem Sandro. Und ich denke, als kleine Entschädigung hier, dieses Statement von mir, mal ein bisschen in der Natur und in Ruhe. Und nochmal mein Mitgefühl hier, und ich denke auch, da spreche ich im Namen von Bernd und den ganzen Patrioten, an die Gelbwestenbewegung, um was es ja heute ging, in Frankreich, wo alles angefangen hat. Und ich hoffe, dass das irgendwo noch weiter mit ihnen bestehen bleibt und mal auf ganz Europa übergreift, dass die Menschen verstehen, was hier mit uns für ein Schindluder getrieben wird mit Europa. Dass sich vielleicht irgendwann mal diese Drecks-EU auflöst, dieser elendige finanzjonglierende Verein, diese ganzen Bonzen da, dieses unnütze Zeugs. Wir bleiben auf alle Fälle am Ball. Wir machen weiter. Ja, wie es erlaubt ist, wissen wir schon, da. Und weil es noch erlaubt ist, noch machen wir das. Und wenn es nicht mehr erlaubt ist, lassen wir uns andere Sachen einfallen. Es gibt immer eine Möglichkeit. Also auch der Appell an die, die das vielleicht hier als neu hinzugekommene sehen. Macht euch Gedanken. Geht mal auf alternative Medien. Lest doch weiter den Mainstream. Vergleicht miteinander. Bildet euch eine Meinung. Auch auf den alternativen Medien gibt es irgendwelche Birnen, die müsst verbreiten. Aber in dem Mainstream noch viel mehr. Der sich immer weiter bloßstellt und Steilvorlagen liefert ohne Ende. Und denkt drüber nach. Wie der Weg jetzt, wie das hier abläuft, die ganzen Vorgänge, wie das Europa umgestaltet wird in Größenordnungen, so kann und darf es nicht weitergehen. Wir machen dann morgen ein Video in Annaberg. Das war es erstmal soweit von mir. Ich hätte noch viel mehr bringen können. Aber wenn man dann jetzt hier live reinspricht, dann, ihr kennt mich, sind die Brainstorms wieder da. Vieles geht verloren, manches kommt neu dazu. Es ist halt irgendwo auch live, auch wenn es das später ins Netz gestellt wird. Also, nochmal das Mitgefühl an alle Opfer, nicht nur die von den Gelbwesten, aber die heute besonders und die anderen, die der sogenannten Umsiedlung und Migration und anderen ähnlichen Vorgängen hier in Europa und vielleicht auch anderswo zum Opfer gefallen sind. Und speziell an die und nur an die heute. Und mit den Worten werde ich hier das Video beenden. Und verbleibe
mit bleibt uns gewogen, bleibt stark, Kopf hoch, Hirn ein. Bis demnächst, euer Thorsten und tschüss.